Willkommen zur nächsten Folge von Angeschaut und Ausprobiert. Und ja, wie gehabt, es bleibt die Spielerauswahl am Anfang, damit ich weiß, was in diese Folge kommt. Jakob, A Game About Life. Mal gucken, ob es eins von diesen ganz kurzen Minispielen ist, mit einer Geschichte, die, ja, irgendetwas erzählt, hoffentlich. Oh, es ist ein Evidence-Based Puzzle. Sieht so ein bisschen wie ein Pipe-Variante aus. Naja, auf geht's. Das will ich doch gleich mal gespielt haben. Also 94 MB Festplattenspeicher und 47 MB zum Runterladen. Errungenschaften gab es jetzt keine, sondern einfach nur das Spiel als solches. Ach ja, das Spiel ist schon installiert. Jakob, A Game About Life. Oh, Text, Text, Text. An evidence-based game about life. Jakob is a simple puzzle game which used evidence from longitudinal studios. Science, economic background, luck and game skill effects, how far Jakob can climb. Okay. The studies have repeatedly revealed the importance of early life socio-economic circumstances to spur into less favorable circumstances, families with lower income births and... What affect gameplay? Socio-economic conditions are chosen at random. Okay. More adventure circumstances, like a higher chance of obtaining an up-down ladder, which help Jakob move up quicker. Okay, also je besser seine sozioökonomischen Umstände sind, desto schneller kann er nach oben klettern. Of reporting in health, 70% higher probability of reporting financial difficult from 42 to 55 years old. Okay, also. Nee. Ich denke, darüber weiß ich genug. Aber es passt natürlich endlich mal ein philosophisches Spiel, das aufgreift, dass die Umstände bestimmen, wie weit man kommt. Zumindest zu einem gewissen Teil. Ja, die Musik lieber aus und dann so Credits. Okay, that turn choice, return the menu. Also, auf ein Spiel. How to play? Place ladder pieces. Click and turn to move. Click and to turn to move. Move up quickly to get a higher score. Avoid the clouds. Game difficulty. Starting socioeconomic condition at chosen at random. A higher score, 1 to 6, greater socioeconomic disadvantage. More disadvantage, more difficulty. See info screen to learn more. Your starting position is 6. Und was hat das zu bedeuten? Na gut, also, los geht's. Oh, ich muss irgendwie in Sekunden schnelle hier vorwärts kommen. Okay, also senkrecht nach oben. Okay, muss ich irgendwie den grünen Punkt. Also so. Aha. So, dann nach oben. Aber ich kann hoffentlich beliebige verwenden. Ne, nach unten passt ja nicht. Ist dann automatisch die Runde zu Ende. Time is up. Next turn. Was? Okay, das heißt, ich muss dann noch innerhalb der Zeit nach oben kommen. So, dann kann ich auf jeden Fall schon mal zwei Stufen nach oben klettern. Okay. 16 Sekunden. Ah, okay, kann ich noch bis als 1 und 2 ausweiten. Okay, entern. Aha. Okay, also, ja damit, weiter nach oben, weiter nach rechts,
so weit wie möglich nach oben klettern. Okay, das sind die falschen Anknüpfungspunkte. So, rechts, links, oben, unten. 15 Sekunden until next turn. Seconds, only seconds to go. End turn. Ui. Oh, jetzt musst du auch noch in der Zeit nach oben klettern. Time is up. Next turn. Was passiert denn, wenn ich den früher losklettern lasse? Dann komme ich wahrscheinlich nicht so weit, wie ich kommen könnte, oder? So, senkrechte Leiter. Rechts, links. Kriege ich den denn hier weiter rausgezoomt? Next turn. Okay, ich habe noch 2 Turns left und dann ist das Spiel wahrscheinlich komplett zu Ende. Dann ist die erste Runde vorbei. So, nach oben, nach oben, nach oben. Ja, wie kriege ich den denn jetzt weiter da nach oben? End turn. Schnell, lauf, lauf, lauf. Next turn. Na toll, da oben ist eine Wolke, durch die ich ja nicht durchkomme oder nicht dran vorbei soll oder halt irgendwie vorbei soll. So, was passiert jetzt? Wenn ich jetzt doch da drauf bin. Super, ich kann nicht mehr zurück. Naja, dann lass man halt mal in die Wolke klettern und gucken, was passiert. Time is up. Your score 17. Play more from each starting position to improve your score and help generate a population of results. Can skill or luck overcome starting circumstances? Close. Okay, nächste Runde. Your starting position 2. Play. Hm, super, dann muss ich jetzt erstmal zur Seite, damit ich möglichst nicht in diese Wolken reinkomme. So, dann nach oben. Und so, jetzt habe ich natürlich keine Leiter. Doch, da war eine Leiter nach oben. So, jetzt ist nur die Frage immer die ganze Zeit, die ich noch brauche, um so ein Stück nach oben zu klettern. Weil 5 Sekunden hätte ich jetzt noch benutzen können. So, jetzt hat er wieder die Leiter nach oben, weil er ist ja jetzt in einer besseren Startposition. Hat er, ja super, das nach links, rechts nützt mir jetzt aktuell nichts, weil er muss ja weiter zur Seite, bevor er weiter nach oben klettern kann. So, die Frage ist jetzt nur, ja, das rauszoomen und ihn nach oben bringen. Okay, in Turn, weil er braucht ja mindestens 5 Sekunden, bis er da irgendwie nach oben kommt. Tick, 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 tick. Oh, cool. Auf die letzte Sekunde geschafft. So, jetzt hat er hier wieder eine ganze Reihe an weiteren Leitern, die nach oben führen. So, einmal seitlich. So, weiter nach oben. Weiter nach oben. Rechts, links. Das ist echt blöd, dass ich da das Ding selber nicht scrollen kann. Komm schon. Okay, jetzt habe ich hier nicht mehr viele Anknüpfungsstelle, also Endturn, Endturn, schnell, geh nach oben, schneller, verdammt. Okay, next turn. Oh, jetzt sind die Leitern direkt da vor der Nase. Das ist doch echt ein Käse. Ich meine, die Wolken sind direkt vor der Nase. So, dann muss ich erstmal hier nach drüben, um diesen blöden Wolken auszuweichen. So, weiter zur Seite. Mann, ist das umständlich. Da hilft mir auch eine bessere Startchance wenig, um mit solchen Sachen dann umzugehen.
So, komme ich da dran vorbei. Okay. Jetzt hat er schon wieder angefangen zu ticken. Ist natürlich schon wieder viel zu spät. Okay, next turn. So, nach oben. Nach oben. Noch mehr nach oben. Einmal seitlich. Und dann geht's wieder nach oben. Eigentlich ist es ziemlicher Quark. Das ist ja gar nicht. Ich dachte wenigstens aus der Vorschau, dass ich die Teile jeweils bekomme. Und nicht nur so irgendwie komplett zufällig. So. Jetzt wieder zur Seite. Und weiter nach oben. Noch ein. Ja, super, jetzt habe ich von dem natürlich gar keine mehr. Okay, dann weiter nach oben. Dann müsste ich hier doch noch solche Kreuzungen haben. Und irgendetwas, was sich rechts anschließen lässt. Okay, Endturn. Verdammt. Dieses Ticker-Ding müsste auf jeden Fall viel früher anfangen zu klicken. Okay. So, jetzt gucke ich mir doch mal das Leaderboard an. Nee, extra ein Login werde ich dafür nicht anlegen. Starting Position 4. Okay. So, das heißt, die Häufigkeit, mit der diese komischen Teile da auftauchen, nimmt zu, je höher meine Starting Position ist. So, aber das heißt, ich habe hier eh nur immer eine ziemlich begrenzte Auswahl von diesen Dingern, die mich nach oben bringen. Und daher ist es ja dann ziemlich wurscht. So. Das heißt, ich habe zwei Leitern, die nach oben führen und kann dann eigentlich ziemlich, ja, next turn. So, also zuerst das seitliche Teil. So, und dann die Leitern, die senkrecht nach oben führen. Nummer 1, Nummer 2. Dann das seitliche Teil, mit dem ich auch weiter nach oben komme. Und hier noch eins dran. Dass man nicht automatisch irgendwie da rauszoomt, ist schon ziemlich bescheiden. Das würde zumindest einiges helfen. So, Endturn. So, die letzten 5 Sekunden, die er dann zum Aufstieg braucht. Und wieder einen zu früh. Okay, dann kann ich aber direkt die Leiter dort anschließen. Also Leiter Nummer 1 senkrecht. Leiter Nummer 2 senkrecht. Dann seitlich. Seitlich. So, nach oben. Komm. So, dann geht's weiter nach oben mit dem Teil. Der seitliche Kontakt. Dann noch der nach oben. Und das war's, glaube ich, schon. Ja, der noch. So, das heißt, es ist relativ einfach, eigentlich die Strategie dann zu durchschauen und zu sagen, okay, ich habe so und so viele senkrechte Leiterelemente, die ich dann zusammenbringen kann. So, jetzt muss ich hier natürlich noch ein bisschen zur Seite ausweichen, was ich gleich am Anfang machen kann, bevor ich dann die senkrechten Elemente wieder aufsetze. Okay, jetzt habe ich nur ein senkrechtes Element. Und dann das... Hey, jetzt komm gefälligst her hier. Ich habe ja schließlich nicht viel Zeit. So, noch ein senkrechtes. Okay, das geht zwar jetzt nach rechts. Aber ich muss jetzt eh schon wieder aufhören, damit er noch rechtzeitig nach oben klettern kann. Genau, so. Okay, er hat es auf jeden Fall geschafft bis zum letzten Teil. Und jetzt kommen wieder die senkrechten Elemente. Das, was sich alles direkt übereinander setzen lässt. Seitliches Element. Auch ein seitliches Element, das ist natürlich unpraktisch. Ich muss ja eigentlich weiter nach oben. Da kann ich mir solche Seitendinger ziemlich sparen.
Und jetzt noch das, was sich oben ansetzen lässt. Rechts, links und nach oben. Ja, ist natürlich blöd, wenn das dann nicht schnell genug angenommen wird. In Turn. Das wird knapp. Naja, in der senkrechten bleibt er auf jeden Fall stecken. Okay, letzte Runde. Vor allem zoomt er auch noch automatisch wieder rein. Das kann ja überhaupt nicht sein. Ist schon umständlich genug, dass sich das so langsam rauszoomen lässt. So. So, noch einen zur Seite. Allzu weit komme ich da jetzt nicht mehr nach oben. So, hier ist jetzt noch eine Leiter. Dort ist noch ein Teil. 15 Sekunden to go. Okay. 10. Und hier habe ich jetzt noch den letzten Ansatzpunkt. Ah, zu spät. Okay, aber auf jeden Fall nochmal 9 Punkte verbessert. Das heißt, gegenüber 20 von vorher habe ich mich jetzt schon deutlich verbessert, weil ich jetzt Game-Mechanik besser verstanden habe. Also vielleicht noch eine letzte Runde. Jetzt wieder mit Platz 6, wo ich vorher, glaube ich, nur 8 oder 9 beim ersten Mal hatte. Wenn der jetzt hier wenigstens weiter rauszoomen würde. Also erstmal nach oben. Nach oben. Ah, super. Wo sind jetzt hier die ganzen Teile? So, rechts. So, was geht noch nach oben? Nicht mehr viel. Rechts. Links. Rechts. Und die letzten 10 Sekunden. Endturn. Ab nach oben mit dir. Okay. So, next turn. So, als erstes mal den seitlichen Ansatz. Dann wieder die Teile, die nach oben führen. Noch ein Teil, das nach oben führt. Ein Teil, das oben seitlich. So, jetzt habe ich nicht mehr viele Elemente, die im Endeffekt nach oben angeknüpft werden können. Rechts, links, oben und das war's fast. Okay, Endturn. Das sind schon wieder die letzten Sekunden, die da laufen. 2, 1, okay. So, dann erstmal wieder mit einer Kurve ansetzen. Und dann die Teile, die nach oben führen, ansetzen. Okay, da oben ist jetzt wieder ein Hindernis. Das heißt, da muss ich ihn jetzt leider abbiegen. So, ab zur Seite. Noch eins zur Seite. Da sehe ich jetzt natürlich nicht allzu viel, aber ich denke, es geht weiter nach oben an der Stelle. Kann aber auch das da verwenden. So. So, wenn ich jetzt da oben noch ein... Okay, kein passendes Teil da gewesen. Aber es wird schon wieder knapp, überhaupt bis dahin zu kommen. Ach, Manu. Also, next turn. So, jetzt nach rechts. Und dann so schnell wie möglich nach oben. So, weiter nach oben. Auch wieder ein Stück nach oben, seitlich. So, gibt es hier jetzt noch welche, die mich nach oben bringen? Das rechte, das linke. Und dann kann ich hier nochmal wieder ansetzen. Okay, Endturn. So, 5, 4, 3, 2, 1. So, next turn. Ah, jetzt geht die Wolke wieder genau da unten drunter lang. So, dann schaue ich mal, dass ich jetzt hier direkt drumherum komme. Achso, dann muss ich jetzt noch seitlich rüber. Das geht. Noch einen seitlichen. Und dann ab nach oben. Hey, jetzt komm her. So, das dort. Das dort. Das dort. Endturn, schnell, ab nach oben mit dir. Okay, es geht immer nur, wie viele Ebenen ich überwinden kann. Und 24. So, einmal nach rechts, einmal nach oben.
Noch einen nach oben. So, seitlich. Wieder zur Seite. Na toll, wenn ich den jetzt dran setze, dann komme ich nirgendwo mehr hin. So, 15 Sekunden. So, jetzt noch den nach oben dran setzen. Und dann enturn. Los, Marsch, 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 Marsch. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ha! Also, so, also für das Posten muss ich jetzt auch wieder. Ja, das mache ich nicht, aber gut. Ja, soweit gibt es jetzt eigentlich bei dem Spiel tatsächlich nicht mehr zu tun. Das heißt, ich habe meinen ersten Einblick gewonnen, habe letztlich mit der Difficulty, mit der ich vorhin schon angefangen habe, mich von 8 auf 30 verbessert und damit auch noch meinen höchsten Score geschlagen. A higher score, a greater socioeconomic disadvantage. Also ich hatte mit 1 dann höheren Score als zuerst bei 6 und hatte jetzt mit 6 den höchsten überhaupt. Also ich denke, wenn man ein bisschen die Mechanik verstanden hat, kommt man da auch ganz gut durch. Ja, soweit für diese Folge von Angeschaut und Ausprobiert. Und ja, einstellen kann ich das ja eigentlich nicht. Und die Bedienung ist etwas sehr umständlich. Da würde ich mir wünschen, dass es ein bisschen besser funktioniert, einfach schneller zwischen den Teilen auszuwählen, um dann hier klick, 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 klick die Sachen hochzusetzen. Aber grundsätzlich ist es auf jeden Fall recht beschränkt, wie viele Ebenen man mit einer Runde wirklich nach oben gehen kann. Vor allem da die Kletterzeit ja auch noch in die Sekunden eingerechnet werden muss. Also soweit für diese Folge und bis zum nächsten Mal. Tschüss!